Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine Lieben. Ich weiß, ich war ewig nicht da. Ich glaube, es war über einen Monat oder so. Und ja, viele von euch Süßen haben mir auch Nachrichten geschrieben, ob es mir gut geht. Und ihr habt wirklich auch Dua für mich gemacht. Und ja, ich fand es wirklich so süß, dass ihr wirklich an mich gedacht habt und mir auch geschrieben habt. Viele haben sich schon gedacht, weil ich so plötzlich verschwunden bin aus der Bildfläche, dass da sicher irgendwas im Busch ist. Und wie ihr bestimmt schon an meinem Titelbild und dem Titel erkennen könnt, ich bin schwanger. Ich zeige euch kurz das Foto. Das wurde in der 8. Schwangerschaftswoche aufgenommen, das Bild. Allerdings bin ich jetzt schon weiter und ja, also wie weit genau ich bin, das werde ich euch dann in dem Schwangerschaftsupdates-Video berichten. Aber ich kann euch schon mal sagen, also ich bin über dem ersten Trimester, Alhamdulillah. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger die Erklärung, warum ich so plötzlich verschwunden bin. Mir ging es einfach nicht so gut in letzter Zeit. Ich war wirklich auch sehr, sehr müde und hatte auch wirklich mit Übelkeit zu kämpfen in dieser Zeit. Ja, und ich habe ja noch die drei Kleinen, wo ich zu ihnen schauen muss. Und ja, Baby Nummer 4 ist unterwegs. Alhamdulillah. Ich muss dazu auch sagen, also das Kind war wirklich... das war wirklich absolut ungeplant, also das war wirklich ein Schock für uns sozusagen, diese Schwangerschaft. Wir haben das wirklich gar nicht erwartet und es war wirklich auch eine harte Prüfung für uns, subhanallah. Es war wirklich eine Prüfung für unseren Iman, für unser Taqwa, von mir und meinem Mann. Ja, wir hatten auch wirklich eine kleine Krise, weil wir wirklich ja überfordert waren mit dem Gedanken, dass wir jetzt schon sofort so schnell ein viertes Baby bekommen. Aber ja, Alhamdulillah, wir freuen uns jetzt aufs Baby und ich wollte euch das jetzt einfach wissen lassen. Ich konnte das Video nicht mehr immer weiter und weiter rauszögern. Ja, weil irgendwie, je länger ich kein Video gefilmt habe, umso schwieriger wurde es, mich vor die Kamera zu setzen und loszureden. Einfach weil man dann auch so aufgeregt ist und auch jetzt, ich fühle mich irgendwie, als ja, hätte ich ewig kein Video mehr gemacht. Und ja, das war eigentlich, das war alles, das war los in der Zeit. Ich habe erfahren, dass ich wieder schwanger bin. Ich wollte euch auch fragen, ob ihr eher alle... Also so, jetzt das erste Schwangerschaftsvideo wird sowieso im ersten Trimester eine Zusammenfassung sein vom ersten Trimester. Und ich wollte euch einfach fragen, ob ihr ab da lieber ein wöchentliches Schwangerschaftsupdate wollt. Also natürlich wird sich das jetzt auf meinem Kanal ein bisschen ändern. Dadurch, dass ich jetzt das vierte Baby erwarte, wird wahrscheinlich auch hier und da ein Video, ja, Baby-Hauls oder ja, Schwangerschaftsvideos und so weiter kommen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge gerade habt betreffend dem, könnt ihr mir das natürlich in den Kommentaren lassen. Und genau, lasst mich wissen, ob ihr lieber nur alle Trimester, also alle drei Monate sozusagen ein Schwangerschaftsupdate haben möchtet oder ob ihr das lieber wöchentlich haben wollt. Ich habe mir gedacht, inshallah, ich möchte wirklich pro Woche zwei Videos filmen können, weil ja, seit August, jetzt seit Anfang August ist mein großer Jabir, ist jetzt im Kindergarten. Also ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland ist es die Vorschule. Also er ist jetzt 5 und ist in den Kindergarten gekommen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch Kindergarten oder Vorschule heißt. Lass mich das mal wissen, weil ich habe irgendwie mitbekommen, ihr sagt Kindergarten, also in Deutschland auch, wenn das Kind erst irgendwie 3 ist oder so. Das heißt dann bei uns Spielgruppe, das, was vor dem Kindergarten ist. Ja, lasst mich das mal wissen. Und deswegen habe ich jetzt manchmal mehr Zeit am Vormittag, ja, mit den zwei Kleinen. Geht das besser? Younes ist jetzt gerade hier neben mir am Spielen und Jenna darf jetzt ein bisschen Peppa Woods schauen. Und deswegen sollte ich inshallah ein bisschen mehr Zeit zum Filmen haben. Zwei Videos pro Woche sind mein Ziel. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr sonst für Videos von mir sehen möchtet. Abgesehen natürlich von den Schwangerschaftsupdates und den Schwangerschaftsvideos.
Ja, und Eid Mubarak an euch alle. Gestern war Eid, also heute ist Mittwoch, wo ich das filme, noch im Nachhinein. Ich hoffe, ihr hattet wirklich ein wunderschönes Eid ul-Adha. Ja, wir haben eigentlich nicht viel gemacht, einfach ich habe was Schönes gekocht, die Kinder haben viel Süßes bekommen, aber mein Mann musste halt sehr lange arbeiten und er konnte leider nicht freinehmen. Deshalb, ja, war es bei uns relativ schlicht gehalten. Aber Alhamdulillah, die Kinder haben sich trotzdem gefreut. Diese Woche war halt extrem viel. Also am 19. August hatte Younes Geburtstag. Er wurde 1, mashallah. Jabir wurde am 20. August, direkt einen Tag später, 5. Und ja, danach war gerade Arafat und Eid al-Adha. Ich konnte natürlich leider nicht fasten, ja, wegen der Schwangerschaft. Und ja, Symptome, also ich habe wirklich viel zu sagen, was die Symptome betrifft. Ich schau mal, ob ich jetzt gerade im Anschluss das Schwangerschaftsupdate filmen kann noch, bevor ich Jabir wieder abholen muss. Und ja, meine Lieben, was kann ich euch noch sagen? Entschuldigt den Lärm. Younes ist hier gerade ein bisschen am Rumpoltern. Genau, was ich euch noch fragen wollte, habt ihr ein paar Namensvorschläge für mich? Also meine Großen heißen ja, also mein ältester Sohn heißt Jabir und mein Mädchen heißt Jenna und beide sind halt mit J und das dritte hieß dann Younes und das ist mit Y geschrieben. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht auch wieder einen Namen mit Y möchte, aber ist halt nicht zwingend. Aber lasst mich doch mal unten wissen, ob ihr ein paar schöne Mädchen- und Jungennamen mit dem Anfangsbuchstaben Y kennt. Und ja, wie ich herausgefunden habe, dass ich schwanger bin und so weiter, das werde ich euch jetzt alles dann in meinem Update erzählen. Die ersten Symptome und so weiter. Na sicher. Und zur Mama. Aber ich schau mal, ob ich jetzt noch Zeit habe, das zu filmen. Younes will nämlich mal bald seine Milch, gell? Younes will langsam seine Milch haben. Und ja, dann schaue ich, ob ich noch Zeit habe, es zu filmen. Wenn nicht, kommt es auf jeden Fall noch Ende diese Woche. Inshallah. Und ja, ich habe es wirklich vermisst zu filmen. Und es fühlt sich für mich jetzt gerade auch total gut an, merke ich. Ja, euch wieder was zu erzählen, vor der Kamera zu sitzen. Und ich freue mich schon wieder, mehr Kontakt mit euch zu haben, mehr mit euch wieder zu interagieren. Und ja, ich denke, das war's jetzt erstmal fürs erste Update-Video. Bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sag salam. Sag salam.